grundsätzlich ist das ein sehr sympathisches Ärzteteam und es werden sehr viele Bereiche der Tiermedizin halt eben abgedeckt, sodass man sich hier gut aufgehoben fühlt. So empfinden die Kunden durchweg und verleihen hier beim Jubiläum für die vergangenen 15 Jahre die Note sehr gut. Ich muss sagen, ich bin selbst Krankenschwester, arbeite auch im Krankenhaus, kenne viele Gerätschaften und finde es immer schön, dass es für die Tiere jetzt auch weiterentwickelt wird. Dass man nicht so zum Beispiel beim Röntgen diese Entwicklungszeiten hat, dass die Hunde auf der Seite liegen müssen, dass man warten muss, ist das Bild in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung, sondern dass man auf einen Auslöser drückt, der Hund liegt da, dass es schön ist, dass man als Besitzer mit dabei sein kann. Meine Katze zum Beispiel, die durfte immer bei mir auf dem Arm Blut abgenommen bekommen, was beim anderen Tierarzt eigentlich fast nicht möglich ist. Wir haben eine 15 Jahre alte Hündin aus dem Tierheim und die Frau Dr. Pellert, sie hat uns sehr gut beraten und haben auch mehrere Eingriffe schon machen müssen und alles lief top. Top, gerade weil hier alles unter einem Dach passiert. 4 Spezialisten für die meisten Bereiche der Kleintiermedizin. Das heißt, kurze Wege und alle Aufgaben erledigt ein eingespieltes Team. Von der Radiologie über die Zahnarztpraxis bis hin zum hauseigenen Labor. Dr. Valerie Pellertz liebt die Herausforderung. Sie will jeden Tag Neues lernen. Meine beiden Hauptgebiete sind die Weichteilchirurgie und die Augenheilkunde. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Das habe ich nicht am Anfang entschieden, aber das habe ich meinen Spaß darin gefunden und immer mehr Fortbildung gemacht. Je besser man ist, desto mehr Spaß hat man in der Materie. Wenn der Hund am nächsten Tag in die Praxis kommt und sieht top aus, ist es einfach schön. Denise Große-Kreuel ist das jüngste Mitglied der Ärztegemeinschaft. Sie stammt aus einer Hundezüchterfamilie. Ich habe schon in meinem Studium, ich glaube schon das allererste Praktikum habe ich hier in der Praxis gemacht, war auch davor schon Kundin hier und habe dann während meines Studiums immer den Kontakt gehalten und immer Praktika hier gemacht und auch meine Hunde hier immer betreuen lassen und dadurch war es irgendwie automatisch so der Weg, dass ich dann auch hier angefangen habe. Dr. Ulrich Pellertz hat in seinem Spezialgebiet seine große Leidenschaft gefunden. Vor 15 Jahren, als wir hier angefangen haben, hatten wir das große Glück, eine hervorragend ausgestattete Tierarztpraxis vorzufinden. Und ich habe mich dann auf die Zahnheilkunde gestürzt, weil mich das schon immer interessiert hat. Zähne, für mich ist das immer eine unheimlich belohnende Arbeit. Es macht mir immer wieder Freude. Annette Strepp nennen die Kunden liebevoll die Tierflüsterin. Ich habe alle Jahre meines Lebens mit Tieren verbracht und vielleicht liegt das daran, dass ich einfach mit Ruhe dran gehe und die auch ein bisschen verstehe, wenn sie dann Angst haben letzten Endes, die Tiere, und versuche mich da so ein bisschen mit in Besitzer und in Tiere einzufühlen und langsam die Sache anzugehen. 4 Spezialisten. Ein starkes Team. Gemeinsam unter einem Dach.